September starb Mahsa Amini nach einer Verhaftung durch die Sittenpolizei. Sie soll ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben. 3 Tage später ist sie tot. Danach gingen Menschen auf die Straße und protestierten für die Freiheit von Frauen und gegen das Kopftuchgebot. Auch in Deutschland und hier in Hamburg gehen die Menschen auf die Straße, um sich mit den Protestierenden im Iran zu solidarisieren. Wir waren heute hier und haben Menschen gefragt, was sie darüber denken und wieso sie heute hier sind. Die ganze Welt wissen das. Seit einem Monat ist ein Mädchen, 22-jähriges Mädchen, ist schon getötet wegen dem Kopftuch. Sie hat doch Kopftuch, aber in Iran die Kopftuch war nicht richtig. Seit einem Monat Leute sind in der Straße, sie protestieren. Sie brauchen ihre Freiheit. Wir haben genug von diesem Regime. Ich bin heute hier, weil ich selber iranische Wurzeln habe und für die Freiheit einstehe aller Frauen und vor allem der mutigen Frauen im Iran, die gerade teilweise wirklich ihr Leben dafür lassen und dafür kämpfen. Weil was wir hier gerade tun, ist die Stimme der Leute zu sein im Iran, die auf der Straße unterdrückt werden, die keine Stimme haben. Wir versuchen diesen Job zu machen, die Stimme der Leute vom Iran nach Deutschland zu tragen, damit die Politik uns hört. Die können uns vor allem unterstützen, indem sie das Echo der Frauen im Iran sind. Also ganz, ganz wichtig ist gerade Aufmerksamkeit. Denn genau das wollen die Mullahs ja, dass eben irgendwann die Leute nicht mehr hinschauen. Aber wenn wir das verhindern, wenn wir hinschauen, wenn wir Beiträge teilen, wenn wir auf die Demos gehen und laut sind, dann helfen wir den Menschen extrem. Darüber reden, auf die iranische Community zugehen, an lokalen Protesten teilnehmen und auch so ein bisschen auf die Politiker Druck machen und sagen, hey, da ist ein Thema, hast du dich dazu schon geäußert? Da passiert gerade was, Frauenrechte, Menschenrechte. Man kann wirklich sehr, sehr, sehr viel tun. Wenn man wirklich nur das Mindeste machen will, reicht es vollkommen aus, auf Instagram zu gehen und einen Beitrag zu teilen. Die Leute müssen uns sehen. Das ist so wichtig. Die Leute müssen hören und sehen, was passiert. Vielleicht diese Demo ist nicht effektiv im Iran. Aber wir wollen sagen, die Leute im Iran, wir sind auch dabei mit euch bei Kämpfen gegen diese Diktatur. Wir kämpfen auch wegen Demokratie, wegen Freiheit für Frauen, Frauenrecht. Es tut mir leid für die Wörter, aber das passiert gerade im Iran. Das muss ich aussprechen. Wir haben zu Tode verprügelt. Bitte, stopp, unterstützen Mullahs. Stopp, unterstützen Islamischen Republik. Das ist genug für uns. Das ist, was wir wollen. Zuallererst finde ich, dass die Außenministerin Annalena Baerbock einen viel, viel härteren Ton nicht nur anschlagen muss, sondern endlich mal Sachen umsetzen muss. Es müssen ganz starke Signale gesendet werden. Gestern hat mich ein Freund von mir gefragt, wie lange geht das noch? Und ich habe gesagt, bis Iran frei ist. Wir möchten wie jeder andere Volk, jeder andere Land frei leben, zusammenleben und das Leben genießen, einfach gesagt. Frau, Leben, Freiheit! Frau, Leben, Freiheit! Jihad, Azadi!